Hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röpe. Ah, hi. Ich bin Metal Mario Master. Ich bin ein Gastkommentator. Hallo. Warte mal, stimmt aber nicht. wir haben gerade Mario und Luigi Superstar Saga komplett aufgenommen. Hat nur eine Stunde oder so gedauert und. Naja, es ist halt noch ziemlich früh. Ich bin noch hier. Und jetzt bin ich halt dein Gastkommentator. Hi. Ja, und wie es der Zufall will, Super Smash Bros. Ultimate noch hier. Ich habe noch keinen zweiten Controller, deswegen können wir leider nicht zu zweit spielen, deswegen. Aber wenn ihr natürlich wollt, dann, dass der Daniro und ich uns mal so ordentlich online auf die Fresse hauen, und sagt Bescheid, wir machen das sowieso. Ja, nur im Moment geht's noch nicht. Nein. Hab ich noch keinen Controller ab. Ich habe nur die beiden Joypads. Cons. Joy-Cons. Cons, okay. Ja. Alles klar. Joy-Boys. Oh, Joy-Boys? Oh. Das ist ein schmutziges Wort. Das klingt ziemlich schmutzig. Ja, wir gucken mal, was wir hier machen. Ich drücke mal weg, ne? Ja. Jetzt mal habe ich ja Abenteuermodus gemacht, 6 Parts oder so. Und gucken wir mal, was es hier noch so zu tun gibt, ne? Ja. Ja, wir spielen mal den klassischen Modus. Ja, soll ich machen? Alles ja. Klar. Mir ist eigentlich egal, was ich hier mache. Also. Ich habe jetzt, glaube ich, 12 Charaktere. Und ich habe noch kein einziges Mal hier Link gespielt, deswegen machen wir mal Link. Jeder Charakter hat auch eine kleine Route. Ja. Wie zum Beispiel hier ein Schwertband, jede Finsternis. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Mein erster Charakter war natürlich Mario, mein Main. So, boom. Dann mal los. Wähle aus, mit welchem Schwierigkeitsgrad du anfangen möchtest. Je höher du spielst, desto mehr enthüllt sich vom Wandbild. Aber ich kann doch gar nicht höher. Du kannst auch nur bis 5,0 starten. Ja, dann machen wir das mal. Ich nehme an, das ist genau wie in alten, also dass das runter geht, wenn ich einmal verreck, ne? Ja. Dann versuchen wir mal. Wie ist das hier? Starte einfach ganz normal. Okay. Okay, deine ersten Gegner sind. Oh, der finstere Pit zuerst. Oh, Dark Pit Stream. Mit einem Nullbombenwald. Wie gekontert. Ich schaff's nie zu kontern. Das schaffe ich nie. Boah, die Box ist runtergefallen. Ey. Komm, komm. Jetzt sieht die gar nicht mehr aus dem Rücken. Ach ja, die muss man entzünden, ne? Ach, wirklich? Ja. Ich habe Breath of the Wild nicht gespielt. Hier, ja. Meine Freunde. Habe ich nicht. Ja, auch nicht, aber ich habe irgendwie meinen so einen Trailer gesehen. Oh, da geht der finstere Pit fliegen. Verdammt. Okay, Runde 2. Das war schon extra klasse. Deine Stufe wird erhöht und jetzt geht's weiter. Habe ich schon ganz lange gewundert, warum gehen meine. Oh, Ridley. Oh, Ridley. Warum gehen meine Bomben die ganze Zeit nicht in die Luft? Alter, warum ist Ridley so groß? Ah ja, genau. Weil er so groß ist. Er passt nicht in dieses Spiel, deswegen wurde er nicht reingepackt, original. Das habe ich auch so oft auf den Kommentaren angesehen von anderen YouTubern. Wenn ich spiele mich mal einen Charakter, mit dem ich wieder viel besser bin, ne? Haben wir mit Pac-Man letztes Mal versucht, ey. Ja, und lass mich raten, du hast volle Möhre auf die Fresse bekommen. Das ging schon mal besser. Boom. Da jeder fliegen. Hast du gut gemacht. Ja, finde ich auch. Bin irgendwie 1000 Mal besser, als ich gestern gespielt habe. Lol. Muss ich ja mal ansehen, das ey. War extra klasse. Plus 0,6. Deine nächsten Gegner sind. Oh, Bayonetta. Bayonetta. Aber ich hatte gegen ihr im Abenteuermodus so einen heftigen Kampf gehabt. Ja. Oh, verdammt. Das war echt nicht feierlich. Da, Fußball. Alter, wie Hand, außer wie Hand. Wenn ich gut an meins unendlich hier aufladen kann. Ja, nee, das geht nicht ganz. Du kannst es ganz nur etwas länger halten. Ja, findest du? Ja. Ich meine ja schon fast unendlich. Nein, es ist nicht unendlich. Hier habe ich schon versucht. Es gibt im Abenteuermodus eine Fähigkeit, womit du das machen kannst. Boom. Oh, Smash Ball. Ich traue den Dinger nicht mehr so. Ich habe die letzten 2-3 Mal angegriffen. Ich habe vorher verfress gekriegt. bei mir ist auch schon mal so einer explodiert. Woher kennt man das überhaupt? Ich weiß nicht. Oh nein. Extra. Oh, hast du gut gemacht. Was verhindert, dass sie ihren Ultra Smash einsetzt? Ich habe meinen falschen Smash Boy im Dings gesehen. Im Abenteuermodus? Habe ich auch. Nee, im Trailer irgendwann mal. Aber ich
weiß nicht mehr, was der Unterschied war wegen den normalen, mit dem normalen. Oh, dunkle Samus. Oh. Ja, habe ich sogar als Charakter schon. Habe ich schon freigeschaltet. Da durfte ich natürlich als Samus gegen die dunkle Samus antreten. Habe im klassischen Modus volle Möhre auf die Fresse von ihr bekommen. Aber dann bei der Herausforderung habe ich sie ganz leicht geschlagen. Boom. Was? Wie? Abgewehrt. Komm her. Nein. Du hast ein Schwert, ich habe auch ein Schwert. Komm her, wir kämpfen. Ich fordere dich heraus. Das muss jetzt klassisch ausgefochten werden. Oh. Was wie Metal? Ich bin hier der einzige Metal hier. Ich bin Metal Link Master. Boom. Was? Gut. Warum ich kriege einen Charakter oder so? Okay, extra Klasse. Plus 0,8. Wie gut, aber am wenigsten aufsteigt, ey. Runde 5. Oh, gegen Gendorf. Was? Oh, ich habe sogar Verstärkung. Meine Brosel, sie sieht voll cute aus. Ja, ich finde es auch viel besser, ey. Irgendwie, vorher sah die aus wie eine Bitch irgendwie. Da tut mir irgendwie weh, weil ich die auch eigentlich auch so ein bisschen maine. Boom. Sieht aus wie eine Bitch. Ja, die sah voll unfreundlich irgendwie aus. Ja, das stimmt sogar. Aber Gendorf hier hat tatsächlich ein anderes Moveset. Ja. Weil der hat halt nicht mehr so ganz klassisch die Captain Falcon Moves drauf, sondern er greift jetzt halt mit seinen Smash-Angriffen halt auch mit dem Schwert an. Hast du gesehen? Ja. Er hat ein Schwert rausgeholt. Ich habe gerade gemerkt, ich habe keine Kette mehr. Wie, du hast keine Kette mehr? Zum Greifen. Oh, du hast keinen Hinterhaken mehr. Aua. Alter. Bin Link Main, das geht so nicht. Link ohne einen Enterhaken? Ja. So irgendwie nicht möglich, ey. Oh, Gerudo, verdammt. Rally, das ist die 3DS-Version davon. Hab ich den von hier aus? Komm. Oh. Nein! Oh nein! Du hast meine Ische kaputt gehauen. Na warte, komm her. Verdammt. Da muss ich mich noch lang gewöhnen, dass die so jetzt extra. Alter. Ah, ich wollte. Das sieht jetzt. Oh. Haltet mich für verrückt, aber dieser obere Smash-Angriff von Gendorf, er sieht einfach haargenau aus wie der von Ike. Ja? Ja, finde ich zumindest. Oh, Stufe 8,3. Und jetzt kommt. Oh, was ist Link? Was ist Dark Link? Könnt ihr das wagen? Es kann nur einen geben. Boah. Weil ich hatte nämlich am Anfang nämlich meinen ersten Kampf gegen also mit Mario am Ende hatte ich dann halt als Endgegner natürlich wen? Bowser. Ja. Ja, und was kam danach? Aua, ich krieg mal auf die Fresse von dem. Das ist auf 8,3, was hast du denn erwartet? Bis er sich. Hat wie erst nur 20 Schaden. Boom. Ist eigentlich schon praktisch. Ah, ja, meine Bombe gegen seine Bombe geworfen. Ah, die tun voll perfekte Konter machen. Schutz. Ich kenne das gar nicht. Muss auch, glaube ich, richtig abteilen. Also irgendwie was auch in Street Fighter und so war, glaube ich. Boah, kein Wunder, dass das reingemacht wurde. Ist das meine Bombe? Nö. Nein. Wessen Bombe ist das? Egal. Da bin ich mir. Ja. Oh nein, geh weg damit! Pokéball. Nein! Evoli. Super! Oh, süßes Evoli! Hallo Evoli! Geh weg! Ist das meine Bombe? Nein, das ist seine Bombe! Das ist so verwirrend! Ist das meine Bombe? Nein! Ich hab Pokéball gehört! Nein, jetzt hat er seine gezündet! Ah. Oh nein! Ja, besser! Du kannst jetzt Gold einsetzen, aber dadurch verlierst du dann auch an der Stufe, oder du setzt ein Ticket ein und kannst von derselben Stufe aus weiterkämpfen. Ah, so funktioniert das, okay. Ja. Ich beginne sogar im gleichen Kampf. Ja, das Pokéball, stapel den! Pokéball! Irgendwas. Oh, Eskalar. Der war Trophäe. Ah. Oh, der Sheriff! Dum-dum-dum-dum. Ho! Oh, sehr gut. Lol! Es kann nur einen wilden Westen geben. Es war irgendwo 12 Uhr mittags irgendwo. Ja. Irgendwo da draußen ist sicher 12 Uhr mit. Plus 0,3, Stufe 7,9. Okay. Hey, Bonusspiel. So, was muss ich ja machen? Ein schwarzes Loch verfolgt dich durch ein fremdes Land. Viel nach rechts, um nicht verschluckt zu werden. Alles klar. Oh, nee. Run, Bitch.
Und nimm auch noch ein bisschen Gold mit. Was ist das hier? Können sie kaputt machen. Aber warte nicht zu lange. Ich meine, das schwarze Loch ist hinter dir her. Also ich habe bei diesem Bonusspiel noch nie verloren, weil es ist relativ leicht und vor allen Dingen ist es immer dasselbe. Ich mach mal nicht kaputt. Oh, ich höre schon näher kommen. Wo soll's rennen, verdammt? Run! Oh, ich komme da nicht durch. Oh. Vorsicht, es kommt! Es kommt näher! Und du hast es geschafft. Tschüss! Und tschüss. Oh, so viele Punkte. Geschafft! Dann fliege ich in ein anderes schwarzes Loch rein. Genau. Okay, Final Battle, wer ist es? Es ist. Oh. Ganon, what? Oh. Alter, ich hatte so einen ähnlichen Kampf gehabt gegen Giga Bowser. Aber dann musste ich am Anfang erst mal gegen Bowser kämpfen. Nimm das. Das macht gar nichts gegen den. Ich glaube, du kannst nur das Schwert gegen ihn einsetzen. Oder? Okay. Vorsicht. Au. Alter. Er hat irgendwo einen Schwachpunkt, bestimmter Schwanz oder so. So am Leuchten. Hallo? Hey, der cheatet. Hilfe. Alter. Mein Gesicht. Ich weiß irgendwie nicht, was ich machen muss hier gegen den. Oder nimmt er doch die ganze Schaden? Nee, er nimmt keinen Schaden. Jetzt. Der Schwanz. Tatsächlich. Es ist der Schwanz. Oh, es ist dann. Da waren. Oh nein! Alter! Warte. Wir sind die Bomben gut. Na, oh Gott, verdammt! Ich will meine Bombe so hinter ihm zünden, ey. Ja. So. Ja, lauf mal vorbei. Und jetzt? Komm her, komm her! Komm her, her! Bis du erstmal dahin kommst, ey. Na, lauf mal an mir vorbei. Verdammt! Er tut meine Bombe schubsen. Er hat deine Bombe geschubst. Was, wie umdrehen? Ah. Oh Gott. Ist der Angriff, der mich vorhin erledigt hat. Alter. Mal, ich krieg die Bomben nicht an den. Da! Nein! Na! Alter! Geh weg! Es ist dann! Das ist deine Chance! Mal, warum geht er nicht? Wie ich auch keine Oben Smash, was? Was wie keine Oben Smash? Wie klappt der gerade nicht bei meinem Controller? Alter, oh mein Gott! Lass mich doch nach hinten. Ich komme gar nicht an ihm vorbei. Oh. Alter. Vor allen Dingen, er hat zwei Schwerter, du hast nur eins. Ja, aber meinst du das Meisterschwert? Ich weiß, aber er hat immerhin zwei Schwerter. Oh Gott. Oh, nein. Nein. Ich sag, bitte, ich komme nicht vorbei. So, jetzt. Da, jetzt. Ah. Nein. Oh nein. Ist der Angriff auch. Oh. Komm, mach ihn fertig! So, dann mach mich noch mal. Alter! Ja, komm! Nein! Warum nicht? Ich komme aber auch nicht an dem vorbei, ey. Oh, oh. Hat der schon mal gemacht? Nee. Na gut. Alter, du hast ihn gekämpft. Nö. Oh. Alter! Nee. Nein! Ich komme an diesen fetten Typen nicht vorbei. Ich komme nicht an diesen fetten Typen vorbei. Komm mal mir vorbei, so. Oh. So. Alter! Los ihn! Nein! Leckt mich! Ich glaube, das hat er gerade gesagt. Ja.
du hast es geschafft. Gut gemacht. Dann waren jetzt 6-3, 6-7 irgendwie so. 6-5. Und geht immer noch weiter. 7-1, nee. Das ist dein Bild. Oh. Bin sogar da drauf. Guck mal, links. Ja, links. Sehr gut. Ich hab's schon mal bis 9 geschafft. Aber mit Donkey Kong, nicht mit Mario. Kann man nur mit 5 starten? Ja. Oh. Jetzt immer wieder A drücken, immer wieder A drücken. Alles kaputt machen. 1,5 Millionen Punkte, um 5 tolle Geschenke zu bekommen. Oh. Oh, yeah. Wie willst du denn jemand verfehlen, ne? Das ist tatsächlich möglich, was zu verfehlen. Oh, geht kaputt. Aufladen, glaube ich. Ja. Oh. Oh, nimm das, Macher des Spiels. Ja, nimm das. Wir schießen euch und wir schießen einfach auf euch. Weil wir haben ein Nintendoscope bei uns. Oh. Ja, Tod und Verwüstung. Nimm das, Hideki Samamoto. Und wie auch immer ihr alle heißt. Nimm das Performance. Ja. Nimm das Soundmanagement. Ist das Roy Horikawa, Robin Langon, Wandy Lee, Katie Sagion? Was sind das für Namen? Hallo, Masafumi Mima. Ja, nimm das. Rai Ichikawa. Rai Ichikawa. Der gute jetzt. Liu Yang. Er war ein YouTuber irgendwie. Der hat sich so sehr irgendwie über einen Mega Man Boss aufgeregt. Da hat er irgendwie gewartet, bis irgendwie in den Credits, da steht er immer, wer den gemacht hat und so. Damit er sich darüber beschweren kann. hat er bei die Credits irgendwie so angehalten, so, boah, den schreibe ich mir jetzt die Scheißadresse auf. hat er irgendwie auf den seine Facebook-Page irgendwie so hat hingeschrieben. Also, so, du Arschloch. Hat er ihn gegoogelt. Was? Die dumme Sau hat Facebook. Das ist irgendwie so ein Klassiker, ey. Ja, genau, du solltest nicht getroffen werden, dann kannst du für eine Weile nicht schießen. Ja, habe ich schon gemerkt. Danny Morris sieht man auch schon am Ende, mit welchem Charakter man das geschafft hat. Ja, weil bei 3DS-Version, glaube ich, da sieht man nur die Punktzahl. Und also, na, du siehst es gleich am wenn du, boah, kann ich reden, du wirst gleich eine Medaille sehen, das heißt, dass du es geschafft hast. Okay, weil das hat mich immer verwirrt, immer, weil wenn da Punkte stehen, heißt das eigentlich unbedingt, dass du das mal geschafft hast, ne? Ja. Das ist ja nur bei dem Versuch oder so. Ja, genau. Deswegen habe ich dann immer verwirrt, mit wem ich das schon wirklich geschafft habe. Wieso? Namco Bandai. Wie Nintendo. Bandai Namco, stimmt, da heißen ja jetzt. Die haben Pac-Man hier reingemacht. Glückwunsch. Das ist cool. Endergebnis. Credits 5, Link. Du hast einen Kämpfergeist bekommen. Ah. Und einen Geist. Und Zeugs. Zeugs. Geil. Ich mag Zeugs. Und ein Lied habe ich bekommen. Yell Dead Cell. Ah, aus Metal Gear Solid ist das. Baba, wer ist das? Ich glaube, es ist ein. Ich meine, es ist ein F-Zero-Charakter. Oh! Hallöchen. Oh, King K. Rool. Ich glaube, der gut ist. Der stark ist. Was? Das ist ein Move aus Donkey Kong Country 3. Ne, ja, guck mal hier. Das ist mein normaler Angriff. Alter. Das stimmt ja, wenn Link keine HP verloren hat, dann kann er ja mit seinem Schwert schießen, ne? Na ja, genau, Schwertstrahl. Kommst du mal her? Oh, ich bin King K. Rool. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr schießen, ne? Nee. Ne. Ne. Was? Wie Krone werfen? Aber zum Werfen. Da ist sogar zum Werfen gedacht. Hallo? Was du hier eigentlich? Hast du ihn schon? Nee, ich habe ihn noch nicht. Aber ich habe den Inkling schon. Und Fuego habe ich auch schon. Ja, den Inkling hätte ich auch gerne. Aber sie sind echt komisch zu spielen. Ja. Ja. Restart. Oh, hast du dein Auge gesehen? Ja. Warum ist er da eigentlich so? Ja, wahrscheinlich, weil er zu wenig Schlaf hatte. Okay. Ich meine, in Donkey Kong 64 sieht das noch schlimmer aus. Und noch eine Menge Zeug. Ticket. Ticket. Reckenwars. Und Gold. Pauline.
Besiege Ganon. Oh, geil. 3 oder höher und das hier, ne? Erziele in den Credits des Spiels 1,4 Millionen Punkte. Nenkling! Den Tipp habe ich auch schon. Klassischen Moves zum ersten Mal gemeistert. Sehr gut. Müsstest... Ah, da! Da siehst du es. Okay, Gott sei Dank. So, wollen wir noch einmal machen? Es war 20 Minuten, aber was soll's, ne? Machen wir jetzt mal Schluss und dann im nächsten Part gibt es noch einen neuen. Machen wir doch Schluss, okay. Ja, machen wir Schluss und dann machen wir im nächsten Part noch einen anderen Charakter. Ja, alles klar. Bis dann, ciao. Bye, bye. Sei ruhig stur.